Candy, alle Mann auf. Was? Wer ist? Who the fuck is Candy? Ah, okay, so einen Bereich kennen wir schon. Das ist fast so wie im anderen Teil, wo wir durch das Stahlwerk mussten. Ich dachte, das wäre nur so ein Großstadtmythos. Nee, den gibt's wirklich. Frag nur Mickey. Mickey? Weißt schon, Lefty. Lefty? Ah, Lefty. Was denn? Okay. So, den noch, den noch. Ah, fuck, einen daneben. Tornado-Faust! Ich find alle Sachen. Du kannst nichts von mir verstecken, weil ich Batman bin. Und ich falle ins Wasser, weil ich Batman bin. So, jetzt da lang. Ich bin ein Pirat. Toll. Oder auch doch nicht. Ich will da rein. Lass mich doch. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann hier nicht rein! No! Ich hänge fest. Los, los! Gib alles! Ah, ich muss das, dieses Panton in einer ganz bestimmten. So, und jetzt? Okay, jetzt die Kamera guckte schon mit Absicht alleine dahin. Das heißt so viel wie Batman. Ich nehme dir die Arbeit ab. Denn ich bin die Lichtgestalt. Ich bin Batman. Okay. Was gibt's hier noch? Leute, die schlafen im Wasser mit dem Kopf unter Wasser. Alles klar. Was? So eine böse Sprache will ich nicht gehört haben. Klingt, als ob der Pinguin in seinem Büro ist. Tracy sollte wissen, wo das ist. Ich bringe sie zum Reden. Aua! Riese zum Reden. Weil ich der sexy Batman bin. Also keine Frau kann mir widerstehen und deshalb werde ich die alle zum Reden. Aua. Okay, da komme ich auch noch nicht dran. Und jetzt kann ich hier in ein Rohr reinkrabbeln. Und werde als Torpedo abgeschossen. Nee. Und jetzt werde ich... Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen, oder Jungs? Das ist ein Pornstar oder so. Du hast mir gerade eine Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um, dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal um. Okay. Seid ihr bereit?
Also die Sache ist einfach mal die. Der Typ hat zwei Fäuste, die anscheinend elektrisch geladen sind. Das heißt... Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Arsch treten. Das ist deine letzte Chance. Ich weiß, ich bin nicht einfach. Mission, wie siege den Electrocution ab. Hey. Hallo? Willst du mich verarschen? Er will mir zeigen, wo der Pinguin ist. Aber. Na gut, ihr Lampen. Hallo? Verdient euch euer Abwesen. Ich hab doch nur einmal angegriffen. Okay, meine Idee war richtig und anscheinend war das auch die beste Idee oder einzige Strategie, die man gegen den Typen fahren sollte. Und zwar, der Typ, der hat ja schließlich Elektrofäuste. Und aus allen anderen Arkham-Teilen kennen wir ja, wenn uns einer mit einem Elektro-Stick auch angreift, ja, müssen wir halt über den hinwegspringen. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Also direkt über... probiert ihn von hinten anzugreifen und ihn dadurch anscheinend instant besiegt. Was lustig ist. Aber irgendwie ein bisschen lame. Au, hör doch mal auf. Nein! Ah, jetzt hat er wieder die scheiß Kombi abgebrochen. Ah, jetzt auch. Gegner verhören, der sich in der... Wer will denn verhört werden? Hallo! Du ergibst dich. Wo ist Cobblepot? Von mir hörst du nichts. Ein wenig mehr bitte Druck machen. Und ich zerquetsch dir den Kehlkopf. Also... Na gut, na gut! Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem. Was hast du getan? Lief eindeutig besser als das letzte Verhör. Ja, oder? Soll ich da durch? Okay. Aber warte mal. Ich kann auch nicht den Typen. Wo ist der hin? Da kenne ich gerade noch. Der Idiot weiß rein gar nichts. Am wahrscheinlichsten finde ich Black Mask über den Pinguin. Ich lasse den einfach hier liegen? Okay. Kann ich nämlich irgendwas klauen? Irgendwie so ein Gadget oder so? Damit ich dann selber Elektro irgendwas machen kann? Nicht? Hier, was kann ich denn hier machen? Ich muss ja irgendwie da oben reinkommen. Wie viele Türen gibt's denn hier? Da komme ich doch gar nicht rein, oder? Komm ich da rein? Ich muss ja... Also hier soll irgendwo eine Tür sein. Da oben, oder was? Ein Paranoiker wie Black Mask würde einem Großmaul wie ihm keine Geheimnisse anvertrauen. Wenn ich Sionis finden will, muss ich erst den Pinguin finden. Ja, okay, gut. Dann, ich glaube, das hier ist unser einziger Weg, den wir gehen können gerade. Und dann werden wir halt diesen auch nehmen. Zack. Wo geht's hier lang? Hops. Und Tracy.
zugelassen habt, dass Batman seine Kämpfe ruiniert hat. Was glaubt ihr, wird er dann mit euch anstellen? Denkt drüber nach, Jungs. Was gibt's hier? Ach. Nämlich. Ey, nimm das. Das da. Batman. Danke. Jetzt darfst du auch wieder rausgehen, wenn du magst. Hopsi. So, Stufenanstieg habe ich bekommen. Ich habe einen Stufenanstieg bekommen. Kugel, sicher, kinetisch gepoltert, bietet Steigerung vor insgesamt Schutz gegen die meisten Schäden durch Schusswaffen. So, was haben wir denn noch? Statt Schusswaffen. Dings. Ey, geh mal da lang. Was haben wir hier noch? Kritischer Konter. Nimm ich. Finde ich viel besser. Und jetzt? Wo kann ich denn jetzt hin? Ach, erzähl nicht. Hier ist die Wand eingeeist. Bums. Na, mach doch. Wer hat den alten Seelenverkäufer nicht vermisst? Wie wird er das neue wohl nennen? Keine Opfer zu machen. Das steht doch nicht. Keine Opfer hat das letzte Angebot. Kein weiteres. Hast recht. Naja, vielleicht bringt ein neuer Name ja Glück. Wir brauchen. Okay, das Ding kann ich nicht hacken. I don't know why. Auch cool. Na, ja, komm mal her. Top, tschüss. Hi. Ich will ständige Meldungen hören. Hat jemand den Eindringling gesehen? Ist der noch auf dem Schiff? Das hier ist er. Nein, nein, hier ist keiner. Aber ich bin, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Batman sehen, also wenn ich einen Batman sehen sollte, ich sag Bescheid. Also ich bin ja ein ehrlicher Typ, so. Drei. Nein, er ist bewaffnet. Na, komm her. Ich will nämlich mal. Oh ja, aber trotzdem was fürs Auge. So. Jetzt mal rückwärts. Gucken, was passiert, wenn ich einen von denen mit einem Elektro-Battle-Rank treffe. Boah, nice! Direkt ausgeschaltet. Ich hab ein Problem. Krass. Ist ja geil. Ich brauch Hilfe. Na, komm mal her. Gute Nacht. Hey, ich hab eine Nachricht für den Batman von deinem Kumpel. Ja, bitte. Der kommt wieder, Batman. Pass auf deinen Arsch. Ja, ich dachte es mir schon. Buczynski ist aufgewacht. Hat sich aus dem Staub gemacht. Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Ja, hab ich doch gesagt. Aber du hörst ja nicht auf mich. Hey! Lester Buczynski. Der Elektrocutioner. Geht's Ihnen gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mache mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Nee. Nee, dann weißt du fürs nächste Mal, Betsy. Betzelschnetzel. Veterino. Dass wir die Leute direkt verzurren und in Gewahrsam nehmen, bevor sie das nächste Mal wieder abhauen können. Na komm, gib Gas. Ich könnte das Ganze eigentlich auch mittlerweile mit Controller spielen, aber ich finde es angenehmer irgendwie mit Tastatur. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil der Controller teilweise so doof belegt ist. Pinguins Assistentin muss hier sein.
Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepots Büro finde. Was mit dem? Bewusstlos. Voll süß, der schläft. Soll ich sie ihm bringen? Machst du Witze? Der Zaster muss hier weg, bevor die Fledermaus auftaucht. Hast ja recht. Hey, denkst du, was ich denke? Ich denke, du solltest die Schnauze halten und das Geld einpacken. Ganz ruhig. Aber es ist so viel. Wird doch keiner merken, wenn ich mein Weihnachtsgeld abzwacke. Hast du von dem Letzten gehört, der sowas versucht hat? Der Pinguin hat zu ihm gesagt, er kann es abarbeiten. Auf dem Meeresgrund. Hey, hab ja nur gefragt. Frag nicht. Ist doch voll nett von dem. Wer hast du dich? Genau. Nacht. Du willst mir also so richtig auf den Zeiger gehen. Mr. Cobblepot empfängt gerade niemanden und ich lasse ihn bestimmt nicht in die Arme. Also mach mich gefällig vom Acker. Begleite den zur Tür, Jungs. Verdammt. In die Fresse, ihr Schlappi. Ja, ich bin noch dabei. Achso, den meinte, glaube ich, nicht mich. Ey, wie bist denn du drauf? Alles doch bleiben. Was willst du überhaupt? Na, also fürs Erste will ich eigentlich für Recht und Ordnung sorgen hier, so ein bisschen. Boah, genau auf 12 Combo gebracht, bevor es zu Ende geht. Zu sein. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Das heißt, was haben wir hier? Ist ja geil. Ich sah mir gleich so ein bisschen seltsam aus. Einfach mal, wenn man nicht weiß, was das ist, ist orange, einfach mal was gegenwerfen, ne? So, wissen wir dann direkt Bescheid. Ich habe gesagt, dass ich Heiligabend arbeite und dass die ganzen gar nichts dagegen machen. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Es verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen. Wirklich so. Man darf sie bloß dir die Oberhand gewinnen lassen. Mein Dad auch immer gesagt. Ach, ihr die Drecksaukeit! Ah, verdammt, ich hab jetzt gehofft, die quatschen noch zu Ende. Es war nämlich wieder so eine lustige Macho-Scheiße. So, wir haben zwei mit Gewehren, oder was? Wir haben zwei mit Gewehren. Kann ich mir bestimmt nicht einzeln abgreifen, die Jungs, oder? Wenn die da so stehen. Wehtun. Ach, komm mal her. Gangsterrente. So. Hier kann man auch noch irgendwas machen, oder was? Komm, Tracy, du hast den ganzen Kram voller Schläger. Und was ist mit dem Elektrofüßler? Achso, jetzt soll ich da hochfahren zu ihr. Noch einmal auf Knöpfchen drücken. Ich krieg das nicht mit, oder was? Ich kann dir in den Popo gucken. So. Dann wollen wir jetzt mal in den Aufzug gehen und da oben mal ordentlichst für Recht und Ordnung schaffen. Sorgen. Keine Ahnung. Erledige das einfach.
ist Candy? Tracy und Candy. Kannst du mir sagen, was du willst? Das sind Pornostars. Auch die Klamotten, die Figur. Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Ah, ah, ah. Komm schon, genug ist genug. Wach auf und lass mich raus. Nope. Komm schon, lass mich raus. Das ist nicht witzig. Quatsch nicht. Bringt nix. Ich wusste doch, du bist Deal machen. Ein Schlappschwanz. Ja, ja, okay. Tja, das hättest du dir vorher überlegen müssen, Mäuschen. Jetzt bleibst du da drinnen. Das hört, wird er garantiert stinksauer sein. Aufgeregt. Stell dir vor. Und es ist mir scheißegal. Okay, ab in den Heater. Hallo, Söhnchen. Oder auch nicht. Und weißt du, was wir mit ungewöhnlichen Gästen machen? Das ist ein Wirkchen raus, bin. Ich mach dich nicht. So wie Killer Croc, ey. Ja, bitteschön. Na komm, pack den. Das sollte reichen. So. Ach, der andere ist auch schon platt. Hast du den selber platt gemacht? Kann das sein? Hier, Junge. Gibt's nämlich ordentlich. Bam! Nice.